Schild. Guten Tag, meine Damen und meine Herren. Heute zeige ich Ihnen eine Sehenswürdigkeit aus dem Saarmoselgau, den Altfelsen bei Kastellstaat. Aber seht selbst. So wandere du ins Finstertal. Abstürzig geht's hier bereits schon ins Tal. Auch wenn man das hier auf dem Video nicht so sehen kann. Es geht tatsächlich ziemlich steil runter. Grünalgen hat sich schon an den Felsenband angebracht. Dieser verrottete Baumstamm ist voller Baumpelz. Das hier ist Totmann. Ja, so tot ist er natürlich nicht. Sehr viel Leben ist in seinem Inneren. Wenn du hier abstürzt, siehst du bereits sehr alt aus. Denn diese Absenkung hier runter ist bereits Richtung Saartal. Was Sie da hinten sehen, ist Kastellstaat. Da gehen wir ein anderes Mal. Haben wir da auch was Schönes zu zeigen. Was für ein Pfad. Nur gut fürs Wandersherz. Für einen Ungeübten würde ich hier nicht laufen lassen. Überall Absturz nach unten. Hier geht es Richtung Saartal runter. So etwa 150, 200 Meter. Ist man hier alleine und rutscht ab, ist natürlich man ohne Handy ziemlich verloren. Mächtig steigt der Fels hervor. Dies ist natürlich nicht das Objekt unserer Begierde, wo wir hinwollen. Das ist ein Nebenfels, der die Natur hier erschaffen hat. Aber auch sehr beeindruckend. Steil geht es hier herunter. O Wandersmann, wehe, du kommst vom Wege ab. Nicht von Schiller, sondern von mir. Vorsichtig gehe ich meinen Weg. Ich gehe mal vorsichtig hier ran. Wenn ich hier abstürze, findet mich niemand. Ja, so sehen wir das auch. Tief abwärts in die Schlucht runter. Langsam gehe ich meinen Weg weiter. Rechts und links Absturzgefahr. Eine Seilsicherung. Die ist hier auch sehr notwendig, denn jetzt geht es fast senkrecht hinunter. Vorsichtig, mit vorsichtigen Schritten gehe ich weiter. Mein Gott. Wir sind im Gebiet des Altfelsen. Vorsicht, Stolpergefahr. Ich habe es gleich erreicht. Wuchtig stehen die Felsen hervor. Aber noch nicht der Altfelsen. Mal sehen, ob der alte Mann da runterkommt. Und da müssen wir gleich wieder hoch. Oh Wandersmann, oh Wandersmann. Ob der alte dann noch wandern kann. Vor uns erscheint er. Wir sind da. Ich gehe noch ein paar Meter weiter. Das ist der Altfels. Nur Geübte können hier rauf. Es geht eine provisorische, eine Naturtreppe. Ist keine Naturtreppe, die wurde eingemeißelt. Den Altfels hoch. Ich selber kann dies nicht mehr besteigen. Und man hat dann oben eine Aussicht runter zur Saar. Ich
muss leider hier den Ton wegnehmen, weil extrem starker Wind zu starke Nebengeräusche erzeugt haben. Man versteht fast gar nichts. Das werden Sie gleich erkennen bei meiner nächsten Ansprache. Senkrecht muss man hier geübt hochklettern. Trotz Seilsicherung, die Reißendings angebracht ist. Es ist ziemlich kalt hier, frisch. Könnt ihr die steilen Stämme sehen? Hinten sehen Sie den Ortsteil Sarisch, auf der anderen Seite der Saar. Man kann nicht nur hier gerade hier hochgehen, sondern man kann auch um den Felsen herum, um nach oben. Das ist ein Plateau, wo man schön weit in die Täler hineinschauen kann. Ich werde mich jetzt langsam den steilen Weg nach oben wieder Richtung Heimat machen. Ich blende nun den Hauptton immer wieder ab, weil der Wind einfach zu stark ist und zu starke Geräusche in der Kamera verursacht. Nochmal einen Blick auf den Altfelsen. Majestätisch, der hier hervorragt. Majestätisch, ja, das ist schon eigentlich ein Wahnsinn. Jetzt versuche ich, hier steil hochzukommen. Teilweise auf allen Vieren. Mit langsamem Schritt für Schritt. Schnauf, schnauf, ich hab's geschafft. Wir gehen jetzt zu einem Nebenfelsen, der neben dem Weg steht. Hier hat die Natur einen Abwasserlauf gesprengt. Wer sich hier einklemmt, für den ist auch nach Mattes. Irgendwas ist im Stein eingeritzt. Das Zeichen MZG ist das Kennzeichen von Kreis Merzig im Saarland, unser Nachbarkreis. Diese kleine Steigung muss ich natürlich jetzt auch noch hoch. Von der Kamera her sieht man das nicht so, aber es sieht ganz schön an. Bei den Auf und Ab bin ich ganz schön außer der Puste gekommen. Man ist halt nicht mehr der Jüngste. So, wir gehen hier auf die Stufe. Seilstufe, hier drauf, hier drauf, hier drauf und hoch. Blick auf einem anderen Pilzfels. Ist schon derselbe, den wir auf dem Hinweg kennengelernt haben. Nochmal einen Blick zurück. Die ersten Blumen zieren meinen Weg. Und ich verabschiede mich von euch, bedanke mich für das Schauen, denn ich habe mein Ziel gleich erreicht. Ich bin gleich an dem Parkplatz. Bis zum nächsten Mal.